Oh nein. Jetzt bin ich schon wieder auf Scheiße getreten. Ey, Mann. Toll. Wie soll ich das denn jetzt wegkriegen? Hey Leute, ich bin auf dem Weg zum Friseur und ich hoffe, dass er da noch was retten kann. Ich melde mich später. Hey Leute, ich glaube, ihr kennt mich nicht wieder, aber ich bin's derselbe. War jetzt gerade beim Friseur, bin jetzt so um 5 Kilo leichter. Ich glaube, der verflucht mich auch immer wieder. Der hat zu mir gesagt, viele Haare, Bruder, viele Haare, kann man nichts machen. So, jetzt muss ich eben noch was einkaufen. Ja, worüber können wir denn sprechen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich stehe jetzt gerade an der Ampel. Ich hasse Ampeln. Die halten einen immer auf. Ja, das Wetter ist heute toll. Ist eigentlich super. Ja, was haben wir heute? Was ist Neues? Ja, wir haben ja, am Sonntag ist ja Wahl. Geht ihr wählen? Ich weiß es immer noch nicht. Und wenn, wen willst du wählen, ne? Ist ja egal, wen man wählt. Augen auf im Straßenverkehr, ne? Als gutes Vorbild. Irgendwie blöd, wenn man so Auto fährt und einfach so in die Kamera redet, obwohl keiner da ist. Wer macht das heutzutage? Kommt sich so blöd vor. Man hat das Gefühl, die Menschen gucken einen an, aber im Endeffekt guckt kein Arsch. Ich glaube, das interessiert überhaupt keinen. Nun gut, jetzt kann man es ein bisschen besser sehen. Weil wie gesagt, ich war beim Friseur. Die haben mich auch geschminkt. Weil das Problem ist, wenn die den unteren Teil hier rasieren, ja, das fängt bei mir immer schnell an zu bluten, weil mein Haarwuchs geht in jede Richtung. Und danach müssen die mich immer schminken. Und gut. Superstars werden ja auch geschminkt. Ich bin ja fast einer. Ich habe immerhin 38 Abonnenten. Es geht auf die 40 zu, Bruder. Ich glaube, das, was ich mache, das ist sowas wie ein Vlog oder so, ne? Ein Vlog. Ich mache einen Vlog. Guck mal, mein erster Vlog. Ich nehme so lange auf, bis ich da angekommen bin, wo ich hin will. Aber ich werde euch natürlich nicht verraten, wo ich hinfahre. Keine Lust auf dieses Stalker und so, ne? Und auf Paparazzi. Nee. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber nun gut. Ich würde so gerne pfeifen können, aber ich kann das nicht. Oder so mit zwei Fingern pfeifen, ist auch total cool. Und schon wieder werde ich von der Ampel angehalten. Unmöglich. Ich finde, man sollte die Ampeln alle abschaffen. Oh, jetzt fährt die Polizei an mir vorbei. Zum Glück hat er mich nicht gesehen, ey. Ha, das wäre ja was geworden. Oh, ich habe vergessen zu blinken. Leute, ich bin jetzt gleich da. Das heißt, ich muss aufhören. Bin jetzt gerade auch in der 30er-Zone. Ich fahre mit 20, weil ich ganz sicher gehen will. So, Leute, ich war gerade ein bisschen einkaufen. Ich habe aber so einen Hunger. Ich musste mir mal was zu essen holen. Ich weiß, ist unhöflich, mit vollem Mund zu reden, aber ihr müsst ja auch nicht zuhören. Ich muss jetzt warten. In der Zeit mache ich mein Abendessen. Quatsche hier einfach mal doof in die Kamera. Viele fragen sich bestimmt, warum macht der Junge YouTube? Also ganz einfach, wegen Geld. Sobald ich meine erste Million habe, dann höre ich auf. Euro. Nicht Abonnenten. Ganz schön blöd, ey. Jetzt laufen hier Leute rum und sehen, wie ich hier reinquatsche und esse. Denken bestimmt, was ist das denn für ein Vollhorn oder Vollpfosten? Ist mir egal. Ayran schmeckt voll lecker. Ich muss warten, aber ich sag nicht auf wen. Solange quatsche ich einfach hier in die Handykamera. Oder ich gehe ein bisschen spazieren. Ich glaube, ich gehe ein bisschen spazieren. Vielleicht melde ich mich nochmal, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mach's gut.